Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Forum Politik. Unser Thema heute der Verkehr hier in Oldenburg. Ich begrüße ganz herzlich vier Ratsmitglieder. Das eint sie alle und es eint sie auch, dass sie Mitglieder des Verkehrsausschusses des Rates sind. Germart Eilers-Dörfler, SPD, für die SPD im Rat. Sebastian Beer für Bündnis 90 Die Grünen im Rat. Und sie sind auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Manfred Drieling für die CDU im Rat und Franz Norrenbrock, die Wähler für Oldenburg, vertreten Sie. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Thema Verkehr in Oldenburg, das ist ein weites Feld. Wir haben eine knappe Stunde Zeit. Mal gucken, was wir so alles ansprechen. Fangen wir einfach mal an. Im Vorgespräch fiel es schon die schöne Sizilienbrücke, die ja im Moment gar nicht vorhanden ist, die irgendwann wieder entstehen wird, aber erst 2025. Das ist eine lange Durststrecke bis dahin. Und im Moment haben wir so eine Art Nadelöhr über den Küstenkanal. Ist denn die Sizilienbrücke, wird das eigentlich unser Berliner Flughafen in Oldenburg? Ist das noch zu befürchten, dass das sich vielleicht noch länger hinzieht als 2025? Wer möchte zuerst vielleicht? Herr Drieling. Ja, die Sizilienbrücke, das Tor zur Innenstadt aus Ostenburg. Historisches Bauwerk ist natürlich klar. Möchte man erhalten mit der Bausubstanz, ging es leider nicht, musste neu geplant werden. Und diese Planungen, die dann angelaufen sind, haben natürlich wieder Jahre gebraucht, weil auch der Rat und auch die Bürger da ihre Einwände hatten, gerade dieses historische Bauwerk. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass die Brücke gesperrt ist. Wir hoffen, dass jetzt kurzfristig auch die Baumaßnahmen beginnen können. Der Bauplan ist ja jetzt erst eingereicht worden. Also es ist auch ziemlich verzögert. Aber das kennen wir ja mittlerweile überall, dass man nicht mehr so schnell bauen kann oder umsetzen kann, wie man möchte. So. Ist das kennzeichnet? Also, weil das auch als Bürger empfinde ich das ähnlich, dass es unheimlich lange dauert, bis man wirklich mal was sieht, auch draußen. Mhm. Die Sizilienbrücke, das ist das beste Beispiel. Wir reden ja seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10 Jahre schon, über die Renovierung der Sizilienbrücke, ich glaube noch länger. Jetzt wurde sie letztes Jahr gesperrt und jetzt sieht man, da fehlt dieser Ponton, aber viel mehr ist jetzt scheinbar nicht passiert. Ist das kennzeichnend für solche Projekte, Herr Norrenbrock? Planungen dauern ja und diese Planung muss ja auch genehmigt werden. Auch für diese Brücke muss ja eine Planfeststellung beantragt werden. Ich habe da kürzlich noch einen Vortrag gehört, wo auch deutlich wurde, dass man diese Brücke, ist ja noch am Beginn der Planung, auch breiter planen könnte, sodass es auch an jeder Seite oder an einer Seite zumindest einen Radweg und Fußweg geben könnte. Jetzt ist es ja so, dass zuerst die Radfahrer rüberfahren und dann die Kraftfahrzeuge hinterher. Wenn man das schon neu baut, die jetzige Brücke. Also Sie reden jetzt von der neuen Brücke, also nicht von der Behelfsbrücke? Nein, von der neuen, die geplant wird jetzt. Die wird ja noch geplant, ist ja noch in Planung. Diese alte Brücke, die jetzt ja noch da ist, aber ja nicht mehr in Betrieb ist, die hat ja jetzt über 100 Jahre gehalten. Und wenn wir jetzt eine neue bauen, das ist ja durchaus bei der neuen Technik möglich, dass die 200 Jahre hält. Und wollen wir es hoffen, nicht? Können wir hier, so wie wir hier sind, nicht prüfen. Aber dann sollte man das auch gleich, meine ich, vernünftig machen. Und ob wir die jetzt etwas breiter bauen, ist auch nicht das große. Kostet natürlich etwas mehr, das ist ja völlig klar. Aber es ist ja auf lange Sicht gesehen, wäre es aus meiner subjektiven Sicht richtig. Ich wohne nun nicht in Ostenburg, bin da auch nicht im Bürgerverein und will mich da auch nicht zu sehr einmischen. Aber das ist so meine persönliche Meinung dazu. Haben Sie das im Verkehrsausschuss eigentlich in der Hand? Weil das ganze Bauvorhaben ist ja vom Wasser- und Schifffahrtsamt getrieben. Ja, also Sie können überhaupt nichts beeinflussen. Schwer. Und ich glaube auch, dass wir das nicht beeinflussen können, ob es wirklich klappt zu 2025. Es kann auch genauso gut, wenn irgendwelche Unzulänglichkeiten kommen, 2026 oder noch später werden. Also das haben wir nicht in der Hand. Aber dein Vorschlag mit den entsprechenden Verbreiterungen der Brücke, das müsste man dann ja letztendlich auch noch weiterdenken, denn die entsprechenden Straßenfolge sowohl nach Ostenburg rein als auch zum Schloss hin gibt das an Fläche ja gar nicht her. Da reden wir dann ja doch davon, dass wir gegebenenfalls an der einen Seite zumindest auch mal über die Fläche, wo die Häuser stehen, nachdenken müssen. Also von daher
sehe ich das so nicht. Das haben wir ja in vielen Straßen so. Auch wenn wir Straßensanierungen machen und Fußwegsanierungen machen, dann sanieren wir, aber wir können im Grunde genommen nicht garantieren, dass auch der Fußweg und der Radweg breiter wird, weil die Fläche es nicht hergibt. Das ist gar nicht notwendig an der Stelle. Man hat gesehen, dass der Fahrradverkehr bisher auch auf der Fahrbahn gut abgewickelt werden konnte. Und es zeigt sich auch nach der Sperrung, dass ohne dieses Nadelöhr für den Autoverkehr, der Autoverkehr trotzdem fließt. Das heißt, also meine Fraktion steht eben auch dafür, dass wir der Planung Angriff nehmen sollten, diese Strecke auch autofrei zu gestalten. Dann ist es auch für die Radfahrenden, und da haben wir sehr hohe Zahlen an Radfahrenden jeden Tag, bis zu 3000, würden dann auch noch mal sicherer fahren. Kommen wir mal, also die neue Brücke ist das eine, aber wir haben ja auch die Behelfsbrücke. Das ist ja im Moment das, was die Oldenburger, glaube ich, beschäftigt. Weil das ist ja wirklich im Moment ein Nadelöhr. Die Rampen dort hoch, die Brücke an sich ist breit, aber dann geht die Rampe wieder runter und dann kommen sich Fahrradfahrer und Fußgänger natürlich im Konflikt. Eigentlich rettet uns ja im Moment nur die Corona-Situation, weil wir gar nicht diese Verkehre haben, wie wir sie sonst hätten von Schulen etc. Ja, man muss das doch als Behelfsbrücke auch betrachten. Da muss man mal vom Fahrrad absteigen, man muss das Fahrrad da rüberführen über die Brücke. Es ist eine Behelfsbrücke. Wenn keine Brücke da wäre, dann müssten sie riesen Umleitungen, müssen die dann auch mit ihrem Fahrrad fahren. Also wir müssen das auch insgesamt sehen. Wenn irgendwas gebaut wird, dann gibt es immer während der Bauzeit Engpässe oder Probleme. Die haben wir ja auch mit der Behelfsbrücke irgendwo gelöst, muss man sagen, aus meiner Sicht. Wir müssen das Ganze auch, wie Sebastian das eben angesprochen hat, wir müssen das Ganze sehen, Bremer Straße, dann die Sizilienbrücke und dann der Damm. Der Damm muss neu beplant werden und wir können nicht dann sagen, dass wir noch mehr Pkw-Verkehr oder Lkw in diesen Bereich reinkommen mit einer riesenbreiten Brücke. Wir müssen Rad- und Fußweg vernünftig dann ausbauen, dass mehr oder weniger der Rad- und Fußwegbereich gefördert wird. Man sieht ja jetzt auch, der ganze Verkehr geht über die Amalienbrücke. Es geht ja. Man kann sich anders orientieren oder geht gleich über die Autobahn. Ist ja alles möglich, wenn man aus Kreimbrück kommt. Also etwas Verkehrsberuhigung reinbringen, Herr Nornbrock. Ja, also so wie es kürzlich auch in diesem Vortrag dargestellt wurde, den ich da gesehen habe, läuft das verhältnismäßig gut. Das hat man gar nicht so erwartet. Das hat aber auch mit Corona zu tun, weil weniger Schüler unterwegs sind. Wenn nun mehr unterwegs wären, dann wäre es vielleicht etwas schwieriger, aber ja, man hat sich dann gewöhnt und ja, politisch kann man das natürlich so unterschiedlich sehen. Wenn ja, Sebastian Bär sagt, Fußgängerzone oder Autos ganz raus, okay, das, im Moment fährt da ja auch kein Auto über die Brücke. Möglich ist das auch, aber okay. Wir müssen noch die Situation, wie sie jetzt ist, betrachten am Damm. Wir haben Nebenanlagen, also Fuß- und Radweg, die in keiner Weise den Normen entsprechen. Und weil dieser Radweg gar nicht den Normen entsprechen kann, der Platz ist ja nicht da, die Häuser haben ja nicht eine Fluchtlinie, die verspringen da auch zwischendurch, gibt es auch keine benutzungspflichtigen Radwege. Das heißt, der Fahrradfahrende darf auf der Fahrbahn fahren. Und weil wir uns den Platz ja nicht erzaubern können, ist es naheliegend, wenn der Fahrradfahrende ohnehin, weil wir wollen ja eigentlich auch an die schwächsten Verkehrsteilnehmenden denken, also an die, die zu Fuß gehen, denen müssten wir ja eigentlich den Platz geben, bleibt es nichts anderes übrig, als den Fahrradverkehr gänzlich auf der Fahrbahn zu führen. Mhm. Und wenn man das dann eben weiterdenkt, und wenn man auch mal an die Gastronomie denkt, ja, also als Wirtschaftsmotor, weil wir sehen ja jetzt auch dieses Brückenrestaurants, das es da gibt, was mit dem Biergarten da ganz gut aufblüht, dann wäre das eben auch eine Attraktivierung für die Geschäftsleute dort, weil an Geschäften mit dem Auto vorbeifahren, Parkraum ist eh ohnehin kaum vorhanden, das bringt es den Leuten dort in der Regel nicht. Wann steht diese Diskussion an? Also stand schon. Stand schon an? Ja, wir haben sie schon im Verkehrsausschuss geführt, der ADFC hat den Antrag gestellt, dass man dort mal über eben diese Idee nachdenken möge oder die Verwaltung möge Ideen, eine Planung dazu anstellen, das wurde auch beschlossen. Ja, jetzt kam aber dieser große, von der Verwaltung angekündigte Rahmenplan Mobilität und Verkehr, den meine Fraktion nicht unterstützt hat, weil egal, welches Thema wir aktuell ansprechen, was man mal umsetzen könnte, was man planen könnte, wird alles da rein verfrachtet. Das ist wie so eine Blackbox.
Das machen wir dann irgendwann im Rahmen dieser Konzepterstellung. Also es liegt leider auf Halde. Und wir hatten ja auch schon die Sperrung vor der Corona-Zeit. Also es zeigt sich auch jenseits von Corona, dass die Verkehre, die Autoverkehre auch abzuwickeln sind ohne diese Trasse. Und die Behelfsbrücke ist natürlich zu bestimmten Tageszeiten, insbesondere dann, wenn man Arbeitsbeginn hat, 8 Uhr oder eben auch 8 Uhr die Schulen beginnen, dann ist es natürlich, dann staut sich das. Aber letztendlich ist das auch ja eine Erfahrungssache, die man als Radfahrer macht. Auch als Schüler, wenn ich da komme und weiß dann, oh Gott, ich komme da jetzt nicht rüber, ich muss mich anstellen, komme zu spät zum Unterricht, dann muss ich das nächste Mal gegebenenfalls mal 15 Minuten oder 20 Minuten mich eher von zu Hause wegbewegen. Das ist finde ich, eine Erziehungssache. Die Erfahrung muss man machen. Da kann man vielleicht als Elternteil, weiß man ja selber, man hat Kinder gehabt, reden, wie man will und so weiter. Du musst ein bisschen eher, du denkst an die Behelfsbrücke. Und wenn die Jugendlichen sagen, ach, das kriege ich schon hin und kommen dann später zum Unterricht. Das geht durch alle Altersschichten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mich da mal zwischendurch hingestellt, um einfach zu zählen und zu schauen, weil wir ja immer so darüber am Anfang gesprochen haben, wer sind denn die, sind das eher die Jüngeren oder eher die Älteren? Und wie viele sind es ungefähr, die sich dran halten? Also meine Zählung haben wir gegeben, die Hälfte hält sich dran, die andere Hälfte nicht. Und es geht durch alle Alters. Und es geht auch Väter mit ihren kleinen Kindern, radeln da hoch und radeln da runter. Also da würde ich mir auch wünschen, ein bisschen mehr Rücksichtnahme. Ich schiebe selbst drüber und dann hat man halt einen Fahrzeitverlust irgendwie von 2 Minuten. Ich bin früher auf dem Schulweg immer an einer Schranke vorbeigekommen und viele haben sich dann immer rausgeredet, ja, die Schranken waren geschlossen, hat unsere Lehrerin zu Recht gesagt, ihr wisst, der Zug fährt immer zur selben Zeit, wenn die Schranke dicht ist, dann müsst ihr halt mal 2 Minuten eher losfahren. Ich glaube, die Sizilienbrücke war früher ja auch dafür bekannt, dass sie immer die Schüler vom Unterricht abgehalten hat, wenn die Brücke eben hochgehoben war. Jetzt hat sich das nur ein bisschen verlagert. Es ist natürlich ein Ärgernis, dass es keine Behelfsbrücke gegeben hat, die den Fuß- und Radverkehr so durchgelassen hätte, wie wir das als Oldenburger uns wünschen. Aber wir haben nun mal dieses Ding vorgesetzt bekommen mit diesen und wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die sieht halt gewisse Regeln vor und die fordern eigentlich ein, dass die Leute dort absteigen müssen, weil wir nicht die entsprechenden Mindestbreiten haben, um den Radverkehr in beide Richtungen abzuziehen. Da bleiben wir gleich im Süden. Wir springen jetzt mal in eine andere Ecke, nämlich zur Hunsmühler Straße. Ich bin da selber mehr oder weniger Anlieger. Was man ja feststellen kann, ein großes Problem sind die Lkw-Verkehre. Richtung Niederlande oder von den Niederlanden Richtung Emsland. Was hat eigentlich die Maut gebracht, die es ja seit, ich glaube, einem guten oder seit 2 Jahren schon gibt, Herr Drieling? Ja, gerade die Hunsmühler Straße, die 401, die Bundesstraße, bringt ja den Lkw-Verkehr von der Bundesstraße über die Hunsmühler Straße, ist ja eine Bundesstraße, bis zur Autobahn. Und da gab es mal von der Landesregierung vor 5 Jahren war das, glaube ich, da hatten wir ein Auswahlverfahren, auch mit beantragt, dass man diese Hunsmühler Straße als solches in einem Projekt mit aufnimmt. Aber das ist leider nicht gelungen. Das hat die Landesregierung hat dem nicht zugestimmt, dass man bestimmte Baumaßnahmen da umändert. Das heißt, Verkehr, Geschwindigkeit vielleicht drosseln oder Übergangshilfen da machen, weil ja gerade auch die Anlieger oder die, wollen wir mal sagen, Bewohner sehr durch den ständigen Lkw-Verkehr da belastet sind. Aus meiner Sicht würde ich sagen, es geht nur im Moment, wenn man das signalmäßig steuert, dass die Lkws in der Geschwindigkeit runterkommen. Man kann das da signalmäßig steuern. Wenn ich am Anfang der Hunsmühler Straße, dann hat man ja früher schon mal über einen Kreisverkehr nachgedacht, so, dass man dann den Verkehr abbremst, dass dieser Durchgangsverkehr zur Autobahn sich reduziert, ob mit der Geschwindigkeit. Ich meine, wir können nicht sagen, 6 Lkws dürfen nur noch die Stunde fahren, aber dass die Geschwindigkeit so gedrosselt wird und dass man das über exzellente Signalanlagen mit Geschwindigkeitsanzeigen macht, machen ja viele Städte so, damit sie dann den einfließenden Verkehr in die Innenstädte oder bis auf die Autobahn dann irgendwo geschwindigkeitsmäßig also drosseln. Einen fließenden Verkehr lassen, aber die Geschwindigkeit
drosseln dann. Aber Herr Beer. Ich muss dich da leider korrigieren, Manfred. Da ging es nicht um bauliche Umgestaltung, sondern es geht um das Thema, wie kann ich auf Bundesstraßen, Landesstraßen, Hauptstraßen überhaupt Tempo 30 anordnen. Die Straßenverkehrsordnung lässt es zu, nur in Niedersachsen legt die oberste Verkehrsbehörde, und das ist das Wirtschaftsministerium, was auch für Verkehr zuständig ist, es im Negativ aus. Die sagen sich, nein, zugunsten des fließenden Verkehrs lasse ich das bei 50, wobei nachgewiesen ist, dass oft bei Tempo 30 der Verkehr genauso gut fließt oder sogar besser. Und deswegen hat sich damals Rot-Grün damit beholfen, dass man im Koalitionsvertrag, also wir Grünen mit der SPD, geeinigt hat. Dann untersuchen wir das nochmal wissenschaftlich und zeigen nochmal auf, dass Tempo 30 bei Lärm und bei der Verkehrssicherheit und bei, beim Schadstoffausstoß eine Verbesserung bringt. Und da konnten sich im Kommunen drauf bewerben. Oldenburg hat sich, meine Fraktion hat für andere Straßen plädiert. Die Mehrheit hat sich für die Hunsmüller Straße ausgesprochen, obwohl die Verwaltung vorher aufgezeigt hat, dass die Hunsmüller Straße nur an einem dieser drei Punkte eine signifikante Erhöhung aufweist. Und es haben sich viele Gemeinden beworben. Da kam eben raus, Hunsmüller Straße reicht nicht aus, um dann eine wissenschaftliche Erkenntnis daraus zu haben. Aber wir könnten die Hunsmüller Straße eben auf Tempo 30 bringen, wenn einfach die oberste Verkehrsbehörde sich mal den anderen Bundesländern anschließen würde und die Straßenverkehrsordnung genauso liest und versteht, wie es eben die anderen Bundesländer tun. Sie können es auf der B401, ist eine Bundesstraße, nicht beeinflussen jetzt seitens des Rats? Wir der Stadt, die Stadt kann es nicht machen. Solange das Ministerium und der Minister nicht seinem zuständigen Referat widerspricht, da haben wir mittlerweile in der Diskussion sehr bekannte Referatsleiterin, werden wir das nicht hinbekommen. Ja. Was ist denn generell mit Tempo 30 in der Innenstadt? Ist das eine Option für die Grünen doch sicherlich? Wir setzen uns dafür ein, dass flächendeckend Tempo 30, flächendeckend heißt eben in mehr Bereichen als in den Wohnstraßen, unser damaliger Strategieplan Mobilität und Verkehr enthielt das im Entwurf eigentlich auch, mehr Tempo 30. Da gab es wieder eine Mehrheit, die wollte das nicht so. Und dann war die Idee, dass man über einen Lärmaktionsplan es anordnet. Das ist eine Methode, Lärmaktionsplan. Aber da muss ich in die Richtung gucken, haben SPD und CDU genau diese Straßen, also Nadorster Straße, diese beginnenden Ausfallstraßen, die eigentlich vorgesehen waren für Tempo 30, haben dann SPD und CDU, ich glaube, das war dann 2014, 2015, dann aus dem Entwurf rausgestrichen. Und deswegen haben wir da kein Tempo 30. Jetzt haben wir ja dieses Projekt Nadorster Straße, untere Nadorster Straße, sogar mit der Idee Tempo 20. Das befindet sich in der Beratung. Da gab es einen Workshop zu mit Bürgerbeteiligung. Finde ich, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also Bürgerbeteiligung ist da sowieso für meinen Erachtens wichtig, muss sein. Und wir haben natürlich immer die Meinung vertreten, wann kann man noch 50 fahren auf den Ausfallstraßen? Und das ist also zu bestimmten Tageszeiten überhaupt nicht mehr möglich. Und wir haben ja schon oftmals, wenn ich an die Alexanderstraße denke, durch die Schule, Altenheim und so weiter, gibt es ja schon ständig, dass man runterschalten muss auf 30 zu bestimmten Tageszeiten. Bis 17 Uhr sowieso, und dann ist man irgendwie, und wenn ich dann auch an die entsprechende Unterführung an der Alexanderstraße denke, die noch nicht da ist, ist sowieso zu bestimmten Tageszeiten, erstreckt sich der Stau praktisch bis zum Gertrudenfriedhof hin. Dann läuft man da schon auf, dass man so ganz sinnig nur noch weiterkommt, und wenn wir dann noch den Super-GAU haben und die Schranke geht nicht hoch, was wir denn vor 8 Tagen wieder hatten, dass also über eine Stunde die Schranke nicht hochgeht, das ist eine Katastrophe, was da passiert, und von daher. Also Sie sagen, 50 kann ruhig bleiben, weil so schnell können wir sowieso nicht fahren. Zu bestimmten Tageszeiten ist das absolut nicht möglich. Also abends würde ich schon sagen, ab 20 Uhr ist es möglich, dass man 50 fahren kann, aber während der Spitzenzeiten, wo der Berufsverkehr durch ist, ist das kaum umzusetzen. Herr Riedel, schließen Sie sich da an? Oder? Ja, ich komme ja aus dem Bereich Hermann-Albers ja auch. Es ist so, wir wissen ja mittlerweile durch diese Baumaßnahme, die jetzt auch angefangen hat, da bahnmäßig, haben wir einen Rückstau bis hinterm Fliegerhorst, bis nach Mettchendorf zum Teil. Das ist also katastrophal. Wenn jetzt da mehr oder weniger die Baumaßnahmen richtig beginnen, muss ja die Alexanderstraße auch an gewissen Zeiten gesperrt werden. Da muss man ein vernünftiges Konzept erarbeiten, Umleitungsverkehr.
Heute läuft ja schon ein Haufen des Verkehrs über den Burgweg und Rauerhorst in die Stadt rein oder auf der anderen Seite über den Bürgerbuschweg und Scheideweg auch in die Stadt rein. Also es wird schon mehr oder weniger, der Schleichverkehr wird mittlerweile schon praktiziert. Und wir sehen das bei uns selbst am Mittelweg. Es ist ein enorm hohes Verkehrsaufkommen mittlerweile in dem ganzen Bereich, seitdem diese Baumaßnahmen an der Bahntrasse beginnen. Das ist ja nur ein Beginn im Moment. Mhm. Es ist ja jetzt im Moment nur da in Ufner-Dick ein Bahnübergang gesperrt. Aber irgendwann der Karuschenweg ist das, glaube ich. Karuschenweg ist das. Karuschenweg ist im Moment wohl noch frei, aber also. Da ist ein Bahnübergang, ist da jetzt gesperrt, aber hier am Stadtrand ist ja auch ein arges Problem, wenn man jetzt so umleitet, gleich auf diese Bahnproblematik. Am Stadtrand haben wir ja schon vor 15 Jahren eine Planung gehabt, wie man das Ganze umsetzen kann, aber es ist leider nicht zum Tragen gekommen. Alexanderstraße, den Bahnübergang, da weiß Franz, wir haben damals vor 25 Jahren da auch schon gesagt, jetzt kann es irgendwo, wann muss es beginnen mit der Hochlegung der Bahn oder der höhengleiche Bahnübergang beseitigt werden. Aber es hat eben 25 Jahre gedauert. Und es wird vielleicht noch 25 Jahre dauern, oder? Es lag aber nicht an der Straße. Nein, aber dann eben auch diese Probleme, wo wir uns auch alle Gedanken gemacht haben, die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, für das PFA 1, die Trasse quer durch die Stadt. Ja, aber wir haben dadurch, muss man hinterher auch sagen, wir haben viele Dinge, hat die Bahn uns auch die kalten Schulter gezeigt. Muss man ganz klipp und klar sagen. Die Bahn hat gesehen, wir sind in einem Prozessverfahren gewesen. Wir haben viel für die Bürgerinnen und Bürger, für Lärmschutz und andere Dinge umgesetzt bekommen, muss man ja sagen. Aufgrund der Klage der Privaten damals, die vor Leipzig gezogen sind. Aufgrund der Klagen der Privaten. Genau, und eine Ratsmehrheit hatte damals gesagt, wir klagen nicht. 8 Private haben weitergeklagt und die haben aufgezeigt, dass dieser Vergleich, den damals die Stadt geschlossen hat, aufgrund des Ratschlages ihres Bevollmächtigten, nicht gut für die Stadt war. Und die haben dadurch mehr Lärmschutz erreicht, muss man auch sehen. Deswegen finde ich es legitim und wichtig, dass es diesen juristischen Weg jetzt auch am letzten nochmal gab, damit einfach eine Klarheit auch herrscht, damit keine Legenden entstehen. Mensch, hätte man mal, was hätte man erreicht? Denn man hat ja auch festgestellt, dass in diesem ganzen Prozess die Bahn ja sukzessive auch immer nachgebessert hat. Sie hat ja gemerkt, das war alles nicht so gut, was sie gemacht haben. Die sind nicht so damit klargekommen durch die ganzen Klagen. Aber mittlerweile sollten wir uns mit der Bahn wieder einvernehmlich, weil wir auch noch andere Projekte umgesetzt haben möchten in der Zukunft. Alexanderstraße, wie lang ist da die Perspektive? Also wann wird es da eine Höherlegung der Bahntrasse bzw. eine Unterführung geben? Ja. Das ist alles, der Plan, alles ist fertig. Die Bahn wird angehoben, das ist klar, durch ein Brückenbauwerk. Die Straße wird abgesenkt, das ist etwa 1 Meter. Es bleibt die Siebenbürgerstraße angebunden, nach links und nach rechts ausfahrtsmäßig. Es kommt eine Überquerungshilfe, das hast du auch besonders angesprochen, mit einer Signalanlage, gerade sehr wichtig in dem Bereich, die Feldstraße. Statt auswärts nur noch rechts abbiegen und von der Stadt kommend in die Feldstraße auch nur rechts ab einfahren. In 2 Jahren soll das fertig sein. Ne? Soll in 3 Jahren fertig sein, aber ich bin ja ganz zuversichtlich, wenn ich daran denke, bei der Autobahn, das haben wir ja nun auch damals miterlebt, da haben wir auch gedacht, also oh Gott, ob das wohl alles im Zeitplan bleibt, die sind viel schneller gewesen, als die Zeitabschnitte gewesen sind. Nur ist Bahn und Autobahn natürlich etwas anderes. Man muss mal gucken, welche Erfahrungswerte wir da machen, aber auch, wie du sagst, da muss ein Konzept erarbeitet werden mit Umwege. Da ist ja auch teilweise beim Autobahnbau
absolut die Alexanderstraße gesperrt gewesen. Und das ist hervorragend gelaufen. Ja. Durch die Ankündigungen vorher, das muss natürlich alles eingeschlossen werden, dass die Bürger und Bürgerinnen informiert sind, aber auch die Umlandgemeinden. Denn was alles aus den von Westerstede bzw. Wievelstede kommt, Westerstede nicht, Wievelstede kommt, ist enorm, was wir da an entsprechenden Verkehren haben. Das muss entsprechend auch bereitet werden, das muss transparent gemacht werden, dass sich da jeder darauf einstellen kann. Und das wird mit der Bahn genauso laufen. Ich bin nur froh, dass es jetzt endlich beginnt mit der Bahn. Wenn man direkt an der Alexanderstraße wohnt und das täglich erlebt, was dort gemacht, wie wir das erleben müssen, und das, die schalten ja auch nicht unbedingt immer ihren Motor aus, was wir dann also auch entsprechend an Luftunreinigung haben, das ist schon enorm. Das ist eine Wahnsinnsbelastung, die wir da haben. Und wir versprechen uns da sehr viel von. Und es wird wahrscheinlich dann auch endlich der Radweg gemacht auf beiden Seiten an der Alexanderstraße, der ja auch in einem katastrophalen Zustand ist. Also da muss man ja Angst haben als Radfahrer, dass man sich da die Felgen und die Spalten demoliert. Und die fahren natürlich alle mittlerweile auf dem Gehweg und die entsprechenden Fußgänger bzw. Mütter mit ihren Kinderwagen oder die entsprechenden Senioren mit ihren Rollatoren, die sind dann immer hinderlicht und entfahren, gibt es also ständig da gewisse Konflikte zwischen den beiden. Und wenn man dann noch direkt vom eigenen Grundstück auf den Fußweg gehen möchte, dann muss man also aufpassen, dass man nicht auf irgendeinem Lenker sitzt, weil der nämlich auf dem Fußweg, weil also der Radfahrweg überhaupt nicht mehr zumutbar ist. Also wir versprechen uns da ganz viel von, dass dann eben in der Folgewirkung dann alles gemacht wird, sowohl von der Autobahn bis hin runter nach der zum Brookweg hin, dass da dann auch die Fahrradsanierung, Instandsetzung kommt. Jetzt sind dort die Planungen, also Richtung Alexanderstraße, ja vorangeschritten. Da gibt es einen Zeithorizont, da gibt es die Komponente Bahn, wie Sie ja sagen, die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Muss ich eigentlich was zu sagen. Im Verkehrsausschuss, auch im Rat, sind die Mittel immer bereitgestellt worden, die Radwege an der Alexanderstraße auszubauen. Wir haben an der Alexanderstraße 3.500 bis 4.000 Radfahrer am Tage. So, und die, wie German das eben auch gesagt hat, es ist eine Katastrophe mit den Radwegen. Aber dieses Umsetzen von mehr oder weniger Zustimmung des Verkehrsausschusses und des Rates für den Ausbau. Nur der Ausbau von der Theodor-Pekos-Straße bis zum Bürgerbuschweg, wo auch Lebensmittelhändler sind oder Kaufleute sind, also eine Katastrophe. Das Wasser ist 10, 15 Zentimeter Wasserfitzen, man kann da nicht durchfahren. Es ist eine Katastrophe, aber es ist einfach nicht, muss man mal so sagen, zügig von der Verwaltung umgesetzt werden. Die Politik hat es einvernehmlich beschlossen. Wieso haben Sie da keine Handhabe? Doch, haben wir. Hand drauf? Also das Problem, der Engpass war doch, Manfred, dass es viel zu wenig Personal gab in der Verwaltung. Ja, weiß ich. Genau, Team Rad, ja, das wir jetzt gebildet haben, 5, 6 Leute, das gab es vorher nicht. Viel zu wenig Personal. Wir Grünen haben da öfter nachgefragt und die Verwaltung, ja, es war nicht die Verwaltungsspitze, die das unbedingt zulassen wollte, dass die Dezernentin es sagt. Die Dezernentin damals hat es gesagt, dass Personal fehlt. Da haben wir, da hatten wir eine Haushaltsmehrheit mit der SPD, wir wollten mehr Personal, die SPD wollte weniger, wir haben uns dann geeinigt auf weniger. Aber es ist insgesamt mehr geworden. Wir haben mehr Personal zur Verfügung gestellt und seitdem können wir auch mehr Mittel, die wir einsetzen, was auch noch längst nicht ausreichend ist, wir bewegen uns immer noch am sehr niedrigen Niveau, können wir umsetzen. Und deine Fraktion, Manfred, ich habe ja auch Haushaltsverhandlungen in den letzten Jahren, Beratungen mit deinen Fraktionskollegen geführt. Da habe ich nie gehört, dass man das will, ja? Da sagte man immer, ist wichtig Radverkehr, aber wenn es dann darum ging, mal zum Schwur zu kommen und sagen, machen wir. Aber es ist ein Umdenkprozess, auch bei uns. Wir sind mehr fördernd für den Radverkehr. So, das muss man ganz klipp und klar aussprechen. Wir würden den Radverkehr in Oldenburg an einer hohen Priorität setzen. Das steht außer Frage. Und
Das muss umgesetzt werden. Ja, aber wenn man in der Verwaltung einen Auftrag hat und den nicht ausführen kann, dann muss man ihn vergeben. Man hätte auch ein Planungsbüro oder sonst irgendwas beauftragen können. Aus meiner Sicht wäre das alles machbar gewesen. Wenn ich irgendwas bauen möchte und ich habe nicht die qualifizierte Personal in anderen Bereichen, dann übertrage ich das auch. Das reicht aber allein nicht. Du brauchst immer Personal, das das auch begleitet. Du kannst nicht einfach externe Planungsbüro planen lassen. Du musst immer eine Kraft haben in der Verwaltung, die das gegen. Ja, klar, das ist klar. Aber jetzt zu dem Thema Nahtausverdacht. Das ist ja auch noch mein Bereich, also so als Bürgerfreundsvorsitzender. Die vordere Nahtausverstraße ist Sanierungsgebiet. Und gut, dann haben wir vorhin hörten wir Bürgerbeteiligung. Das ist ja auch richtig und wichtig. Gerade im Bereich Lindenhofsgarten gibt es Mitbürger, die sind über die Zeitung informiert worden über diese Baumaßnahmen. Das ist sicherlich nicht die richtige Bürgerbeteiligung. Da müsste mehr geschehen und zu den Geschwindigkeiten. Es gibt dort Zeiten, wo man nicht schnell fahren kann. Das ist richtig. Andersherum, in den Abendstunden finden ja sogar Autorennen statt. Wenn man den Unfall denkt, der da kürzlich passiert ist, der passiert ja nicht bei einer Geschwindigkeit von 20, 30 km/h. Aber das ist die Nahtausverstraße, das Sanierungsgebiet im vorderen Bereich und die Alexanderstraße mit dem Bahnübergang. Gut, da hatte ich das ja nun eigentlich einfach. Als Vorsitzender des Bürgervereins hat man mir vor etwa 30 Jahren, meine Ratskollegen gehören ja auch zum Bürgerverein hier, aus dem Bär glaube ich nicht, aber die anderen beiden, gut, mit auf den Weg gegeben, damals schon vor knapp 30 Jahren, die Schranke muss weg. Zum Jubiläum 95 haben wir mit dem damaligen Vorstand da noch ein Foto gemacht und das auch dann veröffentlicht. Insofern war das aus meiner Sicht eine klare Sache. Die Schranke muss weg und die Chance kam ja durch den Jade-Weser-Port. Die erste Post, die habe ich da 99, 2000 bekommen. Da hieß es noch, wir brauchen 2 Jahre Planung, 2 Jahre Bauzeit. So, und dann wurde ja geklagt und jetzt ist ja heißt, soweit. Wäre 2003 eigentlich schon Fertigstellung, hätte schon sein können, wenn Sie sagen. 2003, also auf jeden Fall 2004 hätte das Ganze schon fertig sein können. Und dann hätte die Stadt auch mehr Eigenkapital dafür aufbringen müssen. Jetzt haben wir das Geschenk, dass die Stadt eben bei diesem Bahnübergang keine finanziellen. So, zu dem, was Gerhard Eilers-Dörfler sagt, das ist ja soweit richtig. Damals wäre das aus dem Topf GVFG bezahlt worden, heute aus dem Topf Eisenbahnkreuzungsgesetz. Beides sind Steuergeldern. Insofern ist es letztlich für die Stadt unterm Strich kein Unterschied, wer das nun bezahlt. Wir als Stadt hätten das damals nicht zahlen müssen und müssen das ja auch heute glücklicherweise nicht zahlen. Das ist ja auch gut so. Aber dass das jetzt endlich passiert und diese Forderung des Bürgervereins, die gibt es schon seit über 60 Jahren. Die Schranke muss weg. Und von daher war es aus meiner Sicht eine ganz klare Geschichte, ohne Wenn und Aber, waren wir dafür. Wenn ich jetzt an Ofener Diek denke zum Beispiel oder Osternburg, die Ofener Dieker damals haben auch schon mal dagegen demonstriert. Jetzt sind sie ja wohl dafür, ist ja auch gut, wunderbar. Man muss ja auch zu einer Entscheidung kommen. Aber wenn man nicht weiß, was man will, kann die Bahn auch nichts machen. Ist auch schwierig. Und damit müssen wir, glaube ich, das Thema abschließen. Sonst eins will ich da nur zu sagen. Eisenbahnkreuzungsvereinbarung nennt sich das Ganze. Wenn das in die Gesetzesgeschichte mit eingeht. Die Kostenverteilung ist heute so, dass der Bund 50%, also die Hälfte, übernehmen muss. Dann die Bahn 2/3. Und das Land 1/3, die Stadt ist außen vor. Vorher war es so, bevor diese Gesetzesänderung war, da hätte die Stadt einen sehr hohen Beitrag bezahlen müssen. Also folgedessen müssen wir versuchen, auch andere Bahnübergänge, weil wir gerade bei der Bahn sind, im höhengleichen Bereich umgebaut bekommen. Das ist Ofener Diek und auch eventuell als nächstes dann die Stedinger Straße wird ja auch immer. Das ist ja auch ein Problem, da die Stedinger Straße mit den beiden Bahnübergängen, da hat man auch schon mal eine Planung uns vorgelegt. Das ist ja jetzt auch schon etliche Jahre her, aber da muss ja auch das Wasserschifffahrtsamt mit eingebunden werden. Das ist dann eine sehr
intensive Planung, also man sieht, man die da ganz durchgeführt viele, werden muss. Viele aber Verkehrsteilnehmer auch in Oldenburg, Bahn, Wasser, Schifffahrt. Da muss ich aber noch einmal einhaken, das ist richtig, die Stadt hätte einen Teil zahlen müssen, den hätte sie aber aus dem Topf GVFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, zurückbekommen. Insofern nicht unterm komplett. Strich hätte die Stadt da auch nicht bezahlt. Nein. 75, nicht komplett. Ja. Also das ist damals auch die Diskussion, die kennen wir ja nun alle auch so dargestellt, die Stadt selber. Auch jetzt profitiert ja die Stadt, zum Beispiel das Hotel an der Alexanderstraße, jetzt Corona, alles ist weg, da wohnen die Arbeiter, die Mitarbeiter der Firmen, die da für die Bahn tätig sind. Insofern verdient das Hotel und die kaufen ja auch ein und so weiter. Handwerker werden beschäftigt, Handwerksfirmen. Also die Stadt auf diese Weise verdient die Stadt ja auch an dem Bau noch so. Ist sie ja mit beteiligt, ein bisschen, nicht? Ist ein Nebeneffekt. Ja. Wo Sie, glaube ich, im Rat wesentlich mehr Einfluss darauf nehmen können, hoffe ich zumindest, Stichwort Kranenbrück, Kloppenburger Straße. 2019 gab es eine Ideenwerkstatt. Inzwischen habe ich den Eindruck, es ist still geworden. Man hört gar nichts mehr. Es ist eine Farce geworden. Woran liegt das? Dass es die politischen Mehrheiten nicht gibt, das, was zum Ergebnis, was das Ergebnis war, umzusetzen. Das war auch ein Haushaltsbeschluss von SPD und Grünen, so eine Werkstatt durchführen zu lassen. Auch mit Bürgerbeteiligung fand sie statt, mit einem namhaften Büro aus Hannover. Und die Bürgerinnen und Bürger, die teilgenommen haben, haben ein Ergebnis produziert, was sagte, und das leuchtet ja jedem ein, wenn ich die Mobilität verändern möchte, muss ich jemanden, der sie jetzt hat, was nehmen. Also muss ich dem Autoverkehr was nehmen, wenn ich zum Beispiel den Busverkehr geben möchte. Und das Ergebnis war so etwas. Und dann wurde es ruhig. Ich habe mich selbst gewundert, wann sagt die SPD jetzt? Ich konnte erahnen, die CDU findet es nicht so gut, wenn man dem Autoverkehr was nimmt. Was sagt die SPD dazu? Und jetzt hat diese Mehrheit mit diesem Rahmenplan Mobilität und Verkehr beschlossen, dass, und da hatte dein Kollege Christoph Bark nochmal ausgeführt, dass nochmal zur Kloppenburger Straße nochmal neu geplant werden soll, denn es solle nicht das umgesetzt werden, was da zum Ergebnis rauskam. Mhm. Und das, finde ich, ist schon eine Farce. Also ich kann ja den Verkehrsraum nicht durch Hexenwerk irgendwie verändern. Mhm. Ja? Also, die Fläche ist nicht da. Ja, aber da muss man eben auch mal sagen, gut, dann muss ich Parkraum wegnehmen an den Seiten, wenn ich den Busverkehr dort langführen möchte und wirklich eine Entlastung bei den Pendlerströmen erreichen möchte, dann muss der Bus fließen. Mhm. Dann kann ich doch nur, wenn ich die Bäume behalten möchte, und wenn ich gleichzeitig noch einen guten Radweg daneben haben will, dann kann ich nur die querstehenden Parkplätze wegnehmen. Oder einen guten Park-and-Ride-Verkehr mit einem Konzept. Ja, aber der Bus steht, also ja, aber der Bus muss durchkommen. Ansonsten steht er doch im Stau. Also da gibt es keine andere Lösung als das, was da zum Ergebnis kam. Ne? Mhm. Herr Drieling. Ja, wenn es richtig geplant wird, müssen wir eine durchgehende Busspur haben. Steht außer Frage. Statt einwärts eine durchgehende Busspur. Dann muss aber auch das so geplant werden, dass die Haltestellen dann auf dieser Busspur sind. Nicht, dass man dann noch wieder Buscaps braucht. Also die Haltestellen als solches müssen in dieser Busspur mit eingebunden werden. Ist ja gar kein Problem, wenn es eine durchgehende Busspur ist. Wir haben alle 6 Minuten einen Bus an der Kloppenburger Straße, stadteinwärts, alle 6 Minuten ein Bus. Jetzt ist die Buslinie ja noch von Wadenburg dazu gekommen, dann ist die Buslinie von Hatter-Wüstling dazu gekommen, fahren ja alle über die Kloppenburger Straße. Ja, aber der gesamte Kfz-Verkehr, der bis zur Autobahn geführt werden muss, den können wir nicht zum Stehen zwingen, Da muss dementsprechend auch die Breite erhalten bleiben. Zumindest ein, es geht nicht anders. Nur auf der anderen Seite, wir haben über die gesamte Kloppenburger Straße, haben wir immer in der Mitte eine Spur. So, für die Linksabbieger, die ist es komplett über die Kloppenburger Straße. Man muss das vernünftig ordnen. Busspur bin ich absolut für, auch die CDU dafür, für eine Busspur, aber dann in der Busspur auch die dementsprechenden Haltestellen. Und das andere neu
ordnen, dass man die, ja, nun. Das ist doch so unkonkret. Neuordnen beinhaltet ja, dass wir uns dann von den entsprechenden Parkstreifen verabschieden müssen, weil die Fläche gar nicht da ist. Wenn du zwei gegenkommende Spuren hast, dann hast du noch die Busspuren, dann musst du auch noch den Radfahrweg und den Fußgängerbereich und zwar auf beiden Seiten machen. Und die Linksabbiegerspur muss ja gewährleistet sein. Die entsprechenden Verkehre müssen ja in die entsprechenden Seitenstraßen rein. Da muss ein Konzept greifen. Ist aber komplett lang. Diese mittlere Spur, die nicht zum Teil befahren wird, kann man sehen an der Kloppenburger Straße, wenn man da fährt, ist eine Spur, eine Linksabbiegerspur muss bleiben. Aber die ist doch nicht durchgängig. Die ist fast durchgängig. Du musst Butter bei den Fische tun und sagen, entweder wir wollen den Parkraum weiter behalten, nehmen wir den weg, dann schreien die entsprechenden Gewerbetreibenden, oh Gott, wie geht gar nicht, wir haben gar nicht so viel Fläche, dass unsere Kunden dann auf unserem Gelände parken. Wir brauchen die Busspuren, also da muss also wirklich ganz gezielt geguckt werden, wie entschleunigt man den entsprechenden Pkw-Verkehr, gegebenenfalls über Park and Ride, dass die Fahrzeuge gar nicht so weit hineinkommen. Wenn du Park and Ride machst, muss natürlich ein entsprechendes Konzept sein, dass Bus-Shuttles getaktet werden, sonst geht es gar nicht. Oder wir müssen wirklich sagen, wir nehmen die entsprechenden Parkplätze weg, die an den Straßenseiten sind, um dann eine breite Fahrbahn zu haben, um das alles umzusetzen. Also ich merke, Einbahnstraßenregelung, weiß ich nicht, wie man das hinkriegen sollte. Eine rege Diskussion. Die finde ich auch gut, aber die kommt vielleicht auch zu spät. Also wenn man mal guckt, 300 Millionen Euro will das Klinikum in Neubauten investieren. Das heißt, da werden ja auch Arbeitsplätze entstehen. Reha, die Stadt plant auf dem alten AEG-Gelände. EWE ist dort am Standort. Also wir haben ja große Firmen auch, die dort sind. Ist nicht längst, die Diskussion müsste die nicht längst beendet sein und wir müssten eigentlich was haben? Fünf nach zwölf. Können wir mal ganz kurz zurückblicken. Nee, ich finde das Thema wichtig. Aber nur zurückblicken, lässt sich nicht mehr umsetzen. Vor vielen Jahren war ja mal geplant, die Alexanderstraße, Nahtoster, Kloppenburger, sogar die Ofener vierspurig auszubauen. Man hat ja schon die Grundstücke damals aufgekauft. So, das ist aber ja nun lange her. Das geht ja alles nicht mehr. Und mit den Busstreifen, was hier Manfred Liehling gerade sagt, das geht vom Platz her auch nicht. Wie soll das möglich sein? Aber der Verkehr läuft ja einigermaßen gut und der Bus hält ja teilweise auch auf der Fahrbahn, er hält kurz an, Leute steigen an, dann fährt der Bus weiter. Das geht ja so. Andere Möglichkeit sehe ich da im Moment nicht. Es geht doch auch um unsere Klimaziele, die wir haben. Wir werden, und das hat die Verwaltung doch in einer Vorlage gut aufgezeigt, wenn wir das Klimaziel 2040 genommen hätten, also wir sagen ja jetzt 35, selbst bei 40 hätten wir den motorisierten Individualverkehr in der Stadt um 2/3 zu senken gehabt. Das heißt, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als Maßnahmen zu erlassen, die den Gemeinschaftsverkehr, also den Busverkehr, fördert. Das ist so eine Push-Maßnahme und gleichzeitig muss man Pull-Maßnahmen erlassen. Also man muss dem Verkehrsmittel, was gerade bevorteilt ist, dem motorisierten Individualverkehr, dem Kfz, muss man den Platz nehmen. Und ich sage mal, es ist ja schön, dass ihr anfangt jetzt, Manfred, dann nochmal, man könnte so und so, das war ein namhaftes Büro. Ich finde es ein bisschen anmaßend, dass wir als Ratsmitglieder dann anfangen, oh, jetzt gucke ich auch mal ein bisschen rum. Das war ein namhaftes Büro mit Bürgerbeteiligung und das hat man ad acta gelegt. Und ich sehe es genauso, wie Sie es aufgeführt haben. Da entstehen jetzt Projekte, die ja noch mehr Verkehr hervorrufen werden. Aber das Problem an der Kloppenburger Straße wird weiterhin nicht grundsätzlich gelöst. Denn selbst mit Park and Ride, der Bus muss durchkommen. Der Bus kommt nicht durch, wenn da weiterhin diese hohe Kfz-Dichte. Das ist ja auch mein Argument. Aber wir müssen die Bürger da auch mit einbinden. Der Bürgerverein ist ja komplett dagegen, wie da geplant wurde. Komplett dagegen. So, weil der Bürgerverein bildet die Meinung aller Bürgerinnen und Bürger ab. Ich sage mal, nicht viele meiner Generation sind nicht im Bürgerverein. Und die darunter, ich bin jetzt fast 40, auch nicht. Wir haben da ein breites Bürgerbeteiligungsverfahren angestrebt, über die Bürgervereinsgrenze hinweg. Ja, bloß ich sehe das also, es muss wirklich da vernünftig geplant werden. Es ist ja auch die Anbindung des Klinikums, ist ja auch ein Problem. Ja, wir können den ganzen Verkehr nicht auf die Vossbergen bringen, wir können den Verkehr nicht auf die Bahnhofsallee bringen. Wo sollen wir den Verkehr denn lassen? Die sollen ja in den Bus einsteigen. Das ist doch nicht neu. Das Klinikum haben wir lange, die Reha haben wir lange. Das, was mit dem AEG-Gelände passiert, wussten wir ganz lange schon, dass da auch das Verkehr bindet und zusätzlich Verkehr bindet. Und Entscheidungen müssen her. Also wer also die Kloppenburger Straße benutzt und auch zu bestimmten Zeiten. Und das wird schwierig. Man muss sich wirklich überlegen,
dann muss der ÖPNV-Verkehr muss vorangetrieben werden und die einzelnen Verkehre müssen, nämlich PKWs, müssen zurückgeschraubt werden. Da müssen wir Überlegungen anstellen, wie wir das hinbekommen. Und das ist nicht nur die Kloppenburger Straße, das sind alle Auswahlstraßen. Und ich glaube, in Zukunft wird uns das noch viel mehr beschäftigen, weil der Verkehr zunehmen wird. Vorhin gerade fiel der Begriff P&R. Haben wir ja schon mal gehabt, aber ja nur halbherzig. Ich denke an die Parkplätze bei der Weser-Ems-Halle. Die sind wieder weg als P&R-Plätze. Platz wäre dann noch. Gut, nun haben wir das ja im Ausschuss auch schon diskutiert, wenn wir jetzt außerhalb der Stadt P&R-Plätze anlegen, ob die jetzt angenommen werden, zum Beispiel, ein Beispiel war ja Konneforde dort beim Campingplatz, P&R-Platz, und dann, dass die Leute dann mit dem Bus in die Stadt fahren, nach Oldenburg in die Stadt fahren, das ist auch... Aber Franz, du hast es nun oft angesprochen, wir haben oft im Verkehrsausschuss nochmal erklärt, dass das aktuelle Konzept, also den Parkraum unter den Autobahnbrücken, also wo man die Abfahrten hat, nicht angenommen wird, liegt darin, weil die Person, die mit dem Auto reinfährt, sagt, die letzten 2 Kilometer bis in die Innenstadt fahre ich jetzt auch. Und bevor ich mich da hinstelle, auf den Bus warte, das Busticket bezahle, das war einfach unattraktiv. Deswegen müssen wir an den Stadtrand gehen. Aber auch da haben wir vor Jahren schon, 2, 3 Jahren, auch gemeinsam Beschlüsse gefasst, dass die Verwaltung beauftragt wird, Konzept zu entwickeln. Das heißt eben auch, Flächen zu kaufen am Stadtrand. Aber die Verwaltung nun ja hat es in dem Punkt nicht getan. Da muss ich mal darauf hinweisen, es gibt den Rat. Und wir haben ein 2-gleisiges System. Es gibt noch einen Oberbürgermeister und der hat andere Prioritäten. Da können wir uns als Ehrenamtliche da kräftig unterhalten und Sachen beschließen, wenn wir unserem generellen Auftrag, den wir nämlich haben, die Verwaltung anzuweisen und zu kontrollieren. Und wenn wir dem nicht nachkommen, und das sehe ich in der Breite, die meisten von uns schaffen es nicht, dem Auftrag nachzukommen, dann sitzt eine Verwaltung, die auch politisch geführt ist und andere Ziele hat, solche Sachen aus. Das also wird ja längst schon die Flächen kaufen. Teilweise zumindest richtig, da muss ich also zumindest teilweise recht geben. Aber wo haben wir denn die Parkplätze unter der Autobahnbrücke? Hier im Bereich Eversen, ja gut. Eversen. Aber ja, wie ist denn Kreinbrück da auch? Kreinbrück, ja. Ja. Ja, aber in Kreinbrück sind die auch da. Ja. Gut, da gibt es auch einige. Aber gerade in Eversen sind ja besonders viele, die auch nicht genutzt werden. Aber wie ist denn die Zufahrt da? Die muss man ja suchen. Und dann fährt da auch kein Bus. Das muss dann auch so sein, dass das angenommen wird. Dann muss man da das auch, hat Herr Bär ja gerade gesagt, dass dann eben auch eine konzeptionelle Geschichte entwickelt werden muss, die attraktiv ist, damit man als Bürger und Bürgerin sagt, das ist für mich eine gute Option. Ich lasse den Wagen hier stehen, weil ich sehr zügig und sehr schnell dorthin hinkomme. Und das muss auch hier finanziell attraktiv sein, wenn ich nicht mit 5 Leuten im Auto fahre, dann habe ich nur einmal Benzin. Wenn ich aber mit 5 Leuten im Auto fahre und dann nachher den Bus nehme und muss also ein Ticket bezahlen, was ein entsprechendes Entgelt kostet, dann überlege ich mir das. Dann fahre ich doch lieber rein und drehe 3 Runden, bis ich meinen PKW dann abgestellt habe. Und nur ein kurzer Halbsatz dazu. Kurzer Halbsatz dazu. Solange man sehr viel Parkraum in der Innenstadt zur Verfügung hat, der recht günstig ist, und wir haben ja viele Parkhäuser, die privat betrieben sind, wo wir als Stadt nicht an den Preis schrauben können, solange ist es für die Leute attraktiv, dort mit dem Auto reinzufahren. Direkt durchzufahren. Herr Bier, jetzt machen Sie mich doch etwas nachdenklich noch, weil eigentlich ist es ja ein Offenbarungseid, wenn Sie sagen, der Rat hat gar keinen Einfluss auf die Stadtverwaltung. Hat schon. Und es ist ein Konstruktionsfehler. Ja. Die Kommunalverfassung sieht vor, dass in dem Fall 50 Ehrenamtliche eine Verwaltung mit 3000 Personen anweisen und kontrollieren soll. Das Konstrukt mag mal vor Jahrzehnten funktioniert haben, aber mittlerweile sind viele Aufgaben von Land und Bund auf Kommunen übertragen worden. Das sieht man ja auch an unserem Mitarbeiterstab in der Verwaltung, wie der gewachsen oder wachsen musste. Und gleichzeitig ist auch der Anspruch der demokratischen Mitentscheidung gewachsen, also nicht nur von uns, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen, ich selbst kandidiere nicht mehr für den Rat, ich habe das jetzt 15 Jahre gemacht. Ich finde, man kann dem Auftrag nicht gerecht werden, nicht ehrenamtlich, das bekommt man nicht hin. Also man muss sich das nur ausrechnen, 50 Ehrenamtliche, also Feierabendpolitikerinnen, sollen eine Verwaltung von bis zu 3000 hauptamtlich Arbeitenden kontrollieren und anweisen. Wir kriegen es ja so schon mit, wie oft Beschlüsse nicht beachtet werden und dann jemand, der so lange dabei ist wie du oder ich, der sagen, aber 2000 irgendwann noch was haben wir doch beschlossen. Und dann sagt die Verwaltung, ach ja, stimmt, ja, wir machen da nochmal einen Bericht zu.
Also das kann ich, also ich bin seit über 30 Jahren im Rat. Entschuldigung. Macht ja nichts. Ja. Seit über, das du siehst immer noch so jung aus. 20 Jahre. Oh, danke schön. Man macht dich ja verlegen. Es ist also wirklich so, dass man es nicht unterschätzen muss, wie zeitaufwendig das ist. Und ich kann nur sagen, wie ich vor 30 Jahren da reingegangen, wenn mein Mann nicht mitgespielt hätte, mit Kindern, mit allem, dass man entsprechend die Ausschüsse, das ist ja nicht nur Ausschüsse, man muss auch Termine wahrnehmen und, und. Und wenn ich dann zum Beispiel unsere holländischen Kolleginnen sehe, die dann sagen, das ist bei uns ganz anders. Ja. Wir werden für 50% sind mehr freigestellt aus den Berufen. Das heißt, du arbeitest 50% und die anderen 50% werden von der Kommune bezahlt und da hast du die Zeit, dich entsprechend auf deine Ausschuss, auf deine Arbeit, inhaltlich Konzeptionsentwicklung, die Kontakte zur Stadtverwaltung, zum Bürger und aufzunehmen. Wir, ich bin ja jetzt in der glücklichen Lage, dass ich Rentnerin bin, aber vorher das mit einem Fulltime-Job, wo man dann auch noch Abendstermine dienstlich hatte und dann die Haupttermine liegen bei uns ja auch in dem Abendbereich. Leider nicht nur. Nur am Arbeit. Es wird, ja, gut, okay, wenn geht immer weiter über, nach vorne. Immer nach vorne geschoben worden sind. Wenn man dann sagt als Berufstätige, was, ich soll jetzt schon um 15 Uhr in der Ratssitzung, im AA-Ausschuss sitzen, im Allgemeinen Ausschuss sitzen und dann im Verwaltungsausschuss sitzen. Das muss ich mal gucken, dass ich das mit meinem Arbeitgeber hinkriege. Arbeitgeber ist noch gar nicht mal so schlimm, die Kolleginnen, die dann gegebenenfalls meine Arbeit mitmachen müssen. Von daher ist in einer Stadt, die in der Größenordnung wie Oldenburg, im Grunde genommen wirklich überlegenswert. Wenn man dann noch Kolleginnen, neue Kolleginnen gewinnen will. Wir haben jetzt Kolleginnen gehabt, die 5 Jahre dabei waren in meiner Fraktion, die gesagt haben, so arbeitsintensiv, neben meinem Job habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich kandidiere nicht mehr, weil ich eventuell auch noch Überlegungen habe, mich beruflich zu verändern und noch einen kleinen Karrieresprung zu machen. Da ist das gar nicht mehr leistbar. Da geht Freizeit weg. Deswegen das Argument, was du da bringst, dass wir da wirklich als Stadt auch mal uns überlegen müssen, wie fördert man oder wie gewinnt man neue Kolleginnen und Kollegen wieder in die Ratsarbeit ein. Da muss sich was verändern. Das neben einem Fulltime-Job hinzukriegen, ist fast nicht leistbar, wenn man noch Familie hat. Wenn man dann nicht, muss man noch eine verständnisvolle Familie haben. Und wie oft habe ich nachts bis 1, 2 gesessen und habe mir noch Vorlagen angeguckt, wenn ein Bauausschuss und ein Umweltausschuss, das sind Vorlagen, die sind so viel. Ich krieg's noch per Post zugeschickt. Die Kollegen, anderen Kollegen haben das alles auf ihrem iPad sind. 1000 Seiten manchmal. Wie bitte? Manchmal 1000 Seiten. 1000 Seiten. Wir kriegen ganze Gutachten geschickt. Und das kann ich angehen, dass ich das Gutachten entgegennehme und dann in den ist also ein Grundproblem. Ein Grundproblem. Sie wollten unbedingt noch was sagen. Eins, ich wollte das sagen, die Verkehrswende, die wir brauchen, um unsere Klimaziele überhaupt zu erreichen, ist ja dramatisch, steht außer Frage. Da müssen wir die Bürgerinnen und Bürger mit einbinden. Das ist ja unser Hauptproblem. Der Bürger muss mehr aufgeklärt werden. Die Klimaziele, die wir uns auch von oben gesetzt bekommen haben, dass wir die erhalten können. Wir sind die Generation, die ja aus, wollen wir mal sagen, alles ausgeschöpft hat, was ausgeschöpft werden konnte. So, und jetzt muss es einen Umdenkprozess geben. Es muss einen Umdenkprozess geben. So, das heißt also, wir können nicht mehr die Erde mehr ausnutzen. Wir müssen jetzt zurückgehen. Und das ist natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die Jungen, die, wenn ich mit irgendwelchen jüngeren Leuten spreche, die gerade ihr Abi gemacht haben oder die gerade ihr mehr oder weniger an der Universität eingebunden wurden, sehen das alle so, wir müssen zurück. So, das heißt also, wie wir das auch schon angesprochen haben, das Auto muss irgendwo mal an die Seite gestellt werden. Ich muss bereit sein, in den Bus, in den ÖPNV einzusteigen. So, wir müssen aber auch, wenn wir das in Oldenburg alles umsetzen wollen, gibt es ja noch eine Möglichkeit, den Ausbau der Bahntrassen. Und das sollte uns auch sehr wichtig sein. Wir haben zu meiner Jugendzeit einen Schienenhaltepunkt in Kusenbusch, einen Schienenhaltepunkt in Bürgerfelde, einen Schienenhaltepunkt in Ofenerdiek. Wäre mein Traum, wenn sich das erfüllen würde. Ein Schienenhaltepunkt in Neuenwege. Ja. So, man war von Kusenbusch, war man in
am Hauptbahnhof in 10 Minuten. Inzwischen gibt es den Schienenhaltepunkt ja in Wechleu. Das ist hervorragend. Das hat aber auch sehr lange gedauert. Sehr lange gedauert. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Stunde. Ich habe schon gewarnt, dass wir gar nicht über alles sprechen können. Was mich aber interessiert, das fiel jetzt so mehrfach, das Auto in der Stadt Oldenburg, ist das Konsens, dass wir das zurückdrängen zugunsten der anderen Verkehre, das zugunsten des Klimas? Oder ein Mix. Wohin geht's? Sie sagen ein Mix. Also den Oldenburger ganz von seinem Auto fernzuhalten, geht, glaube ich, nicht. Aber wir sind nicht. Und das erste Priorität hat, glaube ich, für viele Oldenburger das Fahrrad. Und von daher muss man da auch entsprechende Bedingungen schaffen, damit das Fahrrad attraktiv wird. Wir haben das jetzt mit den Lastenfahrrädern gemacht. Ich habe ja erst ein bisschen skeptisch geguckt. Ich habe gedacht, okay, das machen viele junge Eltern, um ihre Kinder zu transportieren. Also dieses Förderprogramm für Lastenfahrräder gibt es ja. Aber es wird genutzt ohne Ende. Und ich sehe nicht nur Transport von Kindern, es werden da auch entsprechende Wasserkisten und auch Bierkisten und Einkäufe mit transportiert. Also es machen Leute und es machen vermehrt Leute. Und wenn das Bedürfnis da ist, wir würden gerne, dann sollte man auch den Anreiz schaffen. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben noch mal nachgelegt mit der entsprechenden Förderung und das finde ich gut so. In vielen Bereichen sollten wir wirklich hingucken, wie sind die Bedarfe bei den einzelnen Familien, aber auch bei den Einzelnen, bei Rentnern und so weiter und so fort. Und deswegen müsste ein Mix her, der Rentner, der also nicht mehr so gut zu Fuß ist und so weiter, möchte vielleicht gegebenenfalls doch noch mal das Auto nutzen. Aber andere, die wirklich gut fußläufig sind, Fahrrad und... Germait, niemand sagt hier, dass es keinen Mix geben soll. Die Frage ist, wie ist dieser Mix zusammengesetzt? Ja, und ich habe vorhin die Zahl erwähnt. Genau. Wenn wir das Klimaziel erreichen wollen, muss der jetzige Kfz-Verkehr um 2/3 verringert werden. Deswegen, wenn jetzt von euch Leute sagen, wir wollen auch einen Mix oder reduzieren, ja, aber dann mal Butter bei die Fische... Na, bis zu welchen Zahl? Ja. Und wenn es dann darum geht, mal Kfz-Stellplätze abzuschaffen zugunsten eines normbreiten Radweges, dann muss da aber auch mal breite die Schulter Bereitschaft. Ja, das fehlt aber. Das fehlt. Das Parkplatz dort an dem Bahnhof oder halt vom Wechleu, der ist ja ein verhältnismäßig großer Parkplatz. Der wird kaum genutzt. Ich fahre ganz bewusst, wenn das passt, da vorbei. Da stehen nur ganz wenige Fahrzeuge. Den könnte man ja auch als B&R oder von da mit der Bahn in die Stadt zum Bahnhof. Oder zumindest, dass von da ein Bus fährt. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Gerade dieser vorhandene Parkplatz da in Wechleu, bei dem Haltepunkt, könnte wesentlich mehr genutzt werden. Aber was wir vorhin noch hatten, dieses Thema, ich bin ja auch seit 91 im Rat der Stadt, so wie Germait Eilers Dörfler, und habe es ja auch erlebt, wie es damals war, wo wir noch einen Oberbürgermeister hatten und einen Verwaltungschef, das war damals Herr Wanscher. Damals habe ich so gedacht, wenn man das zusammenführt und der Oberbürgermeister gehört ja auch zum Rat, dann ist man noch näher dran an der Verwaltung. Aber das andere, wenn man einen Verwaltungschef hat, wie damals in Herrn Wanscher und den Oberbürgermeister, dann ist der Oberbürgermeister gehört ja direkt zum Rat. Und die Kontrolle der Verwaltung, was hier Stenberg gerade vorhin sagte, das ist ja wichtig, das ist unsere Aufgabe. Aber dazu sind wir so gar nicht in der Lage. Und wenn jemand neu in den Rat gewählt wird, habe ich jetzt nicht verstanden? Dann müssen wir auch die Zeitkapazität zu haben, die alles zu überprüfen und ständig zu lesen. Völlig klar. Also unser Tag hat auch noch 24 Stunden. Und das dauert auch einige Jahre, bevor ein neues Ratsmitglied diese ganzen Gepflogenheiten erstmal kennt, dass jemand, der da neu reinkommt, der kann das. Aber damals hatten wir noch den Oberbürgermeister direkt zum Rat gehört und der hatte wiederum seinen Verwaltungschef, den er auch ansprechen und auch anweisen konnte. Das war noch eine Sache und der Oberbürgermeister damals, der ehrenamtliche Oberbürgermeister, der war ja nicht einfach rein zufällig gewählt, der war ja nun aufgestellt und der war auch in der Lage. Das einzelne Ratsmitglied kann die Verwaltung so nicht kontrollieren. Da muss das einzelne Ratsmitglied einen Antrag stellen und muss eine Mehrheit dafür kriegen im Rat und dann kann man irgendwas, bevor das jetzt umgesetzt wird. Das Auskunftsrecht hat jeder von uns, aber wenn wir anweisen wollen, dann brauchen wir Mehrheitsbeschlüsse. Ja. Okay, wir nehmen mit, das ist auf jeden Fall ein Feld, ich merke schon, eigentlich sollten wir dann eine Extrasendung schon mal zu machen. Unbedingt. Das brennt Ihnen ja allen unter den Nägeln. Thema Verkehr, Herr Drieling, Sie wollten damit noch was sagen oder ergänzen? Ja, ergänzen wollte ich nur sagen, wir müssen, wenn wir Park und Ride praktizieren, wurde ja vorhin angesprochen, dann müssen wir das im Außenbereich machen. Das kann man nicht so wie da in dem Bereich hier Ewosten machen, da unter der Brücke. Wir hätten zum Beispiel die Möglichkeit,
am Müllersweg da drüben, wenn der Sandweg ausgebaut wird, da sind freie Flächen, dass man da einen Park, Park und Ride einbindet. Man hätte auch die Möglichkeit über am Fliegerhorst. Wenn der Fliegerhorst ist noch sehr viel freie Fläche. Wenn wir alleine die Start- und Rollbrad betrachten, das sind ja Flächen, die könnte man ja auch als und Park- und Ride nutzen. Da ist ja eine PV-Anlage drauf. Bitte? Photovoltaik ist da ja. Nein, da ist kein Photovoltaik drauf. Das ist außen vor. Da hatten wir auch damals arge Probleme. Der Antrag, der kam ja von uns damals, eine Photovoltaikanlage zu bauen. Da war der damalige Oberbürgermeister total abgeneigt. Und dann hat man das mit Ratsmehrheit hinbekommen, weil die Gemeinde, wie viel Städte, hat als erstes eine Photovoltaikanlage gebaut. Und dann hat die Stadt Oldenburg dem auch zugestimmt. Und bleiben wir doch mal beim Thema Verkehr. P und R, also Park and Ride Plätze sind das Thema. Ist das Konsens in der Runde, dass wenn wir nach Holland gucken, also nach Groningen, Verkehrskonzept, wie es dort gelebt wird, also Park and Ride, da bleibt man ja automatisch mit dem Auto vor der Stadt, fährt in einem sehr getakteten Busverkehr wenn dann in die Stadt für wenig Geld. Wenn alles stimmt, da muss eine konzeptionelle Entwicklung her, die dann eben also den Anreiz schafft, das auch Auto wirklich abzustellen, damit man sagt, okay, selbstverständlich mache ich das. Ich komme problemlos in die Stadt und wieder zurück und zwar zu flexiblen Zeiten, so wie ich mir das wünsche. Und es muss natürlich auch entsprechend finanzieller Anreiz sein. Das Problem in diesem Rat besteht oft nicht darin, dass wir keine Mehrheit für eine Sache hätten. Wenn wir uns noch im diffusen Bereich bewegen, wir hätten gern ein schönes P&R-Konzept, dann gibt es breite Mehrheiten. Wenn es dann aber darum geht, in den Zielkonflikt zu gehen, ne? Jetzt haben wir da eine Fläche, da müssten wir vielleicht so viel Geld ausgeben, das kann vielleicht aber für ein anderes Projekt nicht genutzt werden. Oder hier müsste man, das hatte ich vorhin gesagt, bei den Kfz-Stellplätzen, die müsste man wegnehmen. Dann gibt es diese breiten Mehrheiten nicht plötzlich mehr. Okay, das heißt, Sie müssen eigentlich an sich selbst arbeiten. Also beim Thema Verkehr bin ich mal jetzt so frei zu sagen, da müssen vor allem die Christdemokraten an sich arbeiten und bei der SPD muss mehr, ihr sagt oft das Richtige, aber dann bei einer Durchsetzung auch gegenüber dem eigenen Oberbürgermeister fehlt es dann. Fahrradstraßen müssen mehr gebaut werden, parallel zu den Hauptverkehrsstraßen und so weiter und so fort. Wir sind am Ende der Sendung. Ich möchte aber eine Frage noch von jedem eigentlich beantwortet wissen. Was ist eigentlich Ihr liebstes Verkehrsmittel hier in der Stadt? Herr Norrenbrock. Mein liebstes Verkehrsmittel, wenn das Wetter gut ist und die Sonne scheint, fahre ich mit dem Fahrrad. Wenn es regnet, fahre ich mit dem Auto. So wie heute bin ich mit dem Auto gefahren. Also ich kann noch mal ein paar hier, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Mit dem Bus bin ich in jüngster Zeit auch wegen Corona und so weiter nicht gefahren. Die Fantasie zu beflügen, wir haben ja auch noch die ganzen Roller hier stehen, es gibt Segways etc. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich scheue mich nur mit, ich weiß nicht, wie ich die Dinger aktiviert kriege. Ich bin ja nicht so technisch versiert. Aber das mit so einem Roller würde ich gerne mal ausprobieren. Ansonsten Ihr Lieblingsverkehrsmittel hier in Oldenburg? Meins. Ihr ist ja. Ich muss sagen, das Auto. Ich habe gar kein Fahrrad. Okay, ehrliche Antwort. Herr Drieling? Ich fahre gerne Fahrrad. Ich nutze für den Nahbereich auch grundsätzlich das Fahrrad. Aber wenn ich jetzt hier bei solchem Wetter hierher komme, dann habe ich das Auto auf dem Parkplatz. Bezahle auch eine kleine Parkgebühr da. Ja, okay. Herr Beer. Mein eigenes Rad. Ja. Und wenn das Wetter nicht zulässt, nehme ich den Bus. Okay. Ich besitze auch kein Auto. Also das muss ich auch dazu sagen, um in die Stadt hineinzukommen, ich habe die Busstation, da nehme ich den Bus. Aber ansonsten fahre ich natürlich leidenschaftlich gerne Auto. Also man merkt, Verkehrsmix spielt wahrscheinlich in Zukunft eine Rolle. Vielen Dank für die wirklich aufschlussreiche Runde, interessante Runde. Wir haben alles Mögliche gestreift und haben auch noch erkannt, dass es im Rat vielleicht auch noch andere Herausforderungen gibt, als jetzt wirklich nur das Verkehrsthema, sondern grundsätzliche. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich, nicht ohne zu sagen, am 12. September ist es noch ein bisschen hin, aber da haben wir Kommunalwahlen. Gehen Sie gerne zur Wahl. Tschüss.